Hallo und herzlich willkommen zu unseren Nolte Küchen Montage Videos. Heute zeige ich euch die Neo Box mit Push-to-Open Funktion. Mit dem leichten Druck kommt der Schubkasten mir entgegen. Diesen muss ich dazu entfernen. Als Monteur muss ich wissen, dass diese Metallplättchen, auch Aktivator genannt, in einem gesonderten Zubehörkarton mitgeliefert werden und nicht vorab installiert sind. Das heißt, bei den Push-to-Open-Beschlägen muss ich diese erst montieren, da sonst während des Transports die Schubkästen immer rausspringen würden. Das ganze System funktioniert hier über einen Magnet, der den ganzen Auszug drinnen hält. Hier an dem Rädchen kann ich den Hub einstellen. Wir brauchen 1,5 mm zu unserer Korpuskante, damit der Hub ausgelöst werden kann und der Schubkasten mir entgegenkommt. Im hinteren Bereich sehen wir eine Synchronisierungsstange, die bewirkt, dass wir egal links oder rechts drücken können und beide Auszüge auslösen und der Schubkasten nicht links oder rechts hängen bleibt. Danach kann ich den Schubkasten wieder einhängen, überprüfe nochmal meinen Hub, ob alles funktioniert und die Montage ist beendet. Vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Nolte Küchen Montagevideo.